Ja, das Theaterstück, über das wir jetzt reden, das hätte auch in Afrika spielen können, aber nicht nur dort. Macbeth von Eugène Ionesco, dem König des absurden Theaters, ist ein Stück über Macht und Korruption, über Gewalt und Feigheit. Die Gruppe Ekze gibt es derzeit im Lehrbauhof an der Moosstraße und das ist ein neuer Spielort, zumindest für das Theater. Ionesco hat Macbeth im Kalten Krieg geschrieben. Jetzt rückt es, wohl nicht zufällig, wieder auf die Spielpläne. Wenngleich es nicht so häufig gegeben wird wie Macbeth, sein Vorgänger von Shakespeare. Der Sieger hat immer recht. Macbeth, jetzt Tan von Kador. Er erbt deinen ganzen Grundbesitz. Und wenn er will, deine Frau. Wenn ich der Stärkere gewesen wäre, wäre ich jetzt euer Herrscher.